Ich darf Sie hier in unserer Wallfahrtskirche ganz herzlich an diesem Pfingstsonntagabend begrüßen. Maria Auchs, die Zuschauer an den Bildschirmen, sind herzlich willkommen und sind heute bei uns hier in dieser Wallfahrtskirche. Wir begrüßen seine Exzellenz, den hochwürdigsten Herrn Erzbischof Dr. Thomas Gollixen, apostolischer Nuntius in der Schweiz. Wir dürfen den Generalvikar der Diözese Augsburg, Domkapitular Monsignore Harald Heinrich begrüßen, den Landtagsabgeordneten Dr. Hans Reichert mit Gattin und unseren Landrat Herrn Hubert Hafner mit Gattin, ebenso Herrn Staatsminister Josef Miller mit Gattin und unseren Bürgermeister Herrn Anton Birle. Die Fahnenabordnung der Studentenverbindung Algovia und der Feuerwehr Schellenbach Maria Vesperbild und das Fernsehteam von KTV und natürlich die Damen und Herren von der Presse. Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen einen gnadenhaften und frohen Abend. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Brüder und Schwestern, damit wir die heiligen Geheimnisse in rechter Weise feiern können, wollen wir bekennen, dass wir gesündigt haben. Wir sprechen das Schuldbekenntnis. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deus. Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllt das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen lässt sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremde Sprache zu reden, wie es der Geist ihnen angab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöste erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich von Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sich jeder von uns in seine Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und von der Provinz Asien, von Pyrgien und von Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Syrien hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Keter und Araber. Wie hören Sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden? Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch.
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Pfingsten, Evangelisation und Mission. Im gewissen Sinn versuchen wir auch heute noch im 21. Jahrhundert die ersten Jünger im Abendmahlsaal in Jerusalem nachzuahmen. Dort, wo wir heute leben, machen wir die Erfahrung der Anhänger Jesu. Diese hatten sich im Auftrag des auferstandenen Christus zum Gebet versammelt. Dieses war die Voraussetzung, um den Heiligen Geist zu empfangen. So erfahren auch wir heute die Fülle jenes strahlenden Tages vor fast 2000 Jahren. Es handelt sich dabei nicht um einen Automatismus oder um ein unfehlbares Rezept für ein neues Pfingsten und damit für einen Erfolg im Leben als Christen. Vielmehr handelt es sich um einen Akt des Gehorsams gegenüber dem Herrn, der uns fähig macht, das Geschenk von Gott, dem Heiligen Geist, zu empfangen, das uns das Tor zum Himmel öffnet. Pfingsten als Endpunkt des Heilsgeschichte und als Moment der Fülle im Leben der Kirche ist immer aktuell in unserem Leben. In Pfingsten sind die Verheißungen des Alten Testamentes erfüllt. Wenn wir den Worten Christi folgen, können wir mit dem Vertrauen leben, dass unser Bemühen in unserem Gebetsleben, Christus zu suchen, sei es einzeln oder in Gemeinschaft, dass dieses Bemühen uns auf das vorbereitet, was fehlt, also auf dieses Brausen, diesen göttlichen Aufbruch der Gnade des Heiligen Geistes. Dieser macht unser Leben im Dienst des Evangeliums vollkommen und fruchtbar zum Wohl jener, die noch nichts von der frohen Botschaft vernommen haben. Oft spricht man vom heutigen Fest als dem Geburtstag der Kirche. Ja, heute ist wirklich die Kirche geboren. Die neue Schöpfung durch die Sendung des Heiligen Geistes ist heute auf der Bühne der Geschichte erschienen. Heute ist die Taufgnade durch den Tod und der Auferstehung Christi in uns bestätigt worden durch den Heiligen Geist, der das Leben gibt. In diesem Sinn gibt es das Sakrament der Firmung nicht nur, um unseren Glauben zu stärken, uns zu ermutigen, tugendhaft zu leben, indem wir den Geboten folgen, sondern auch, um etwas zu entfesseln. Es handelt sich um die Stärkung jedes einzelnen Christen, die uns rettet, jedoch nicht für uns allein. Die unauslöschliche Gnade der Firmung
ist uns gespendet, um durch uns diese Gnade des Heiligen Geistes bis an die Enden der Erde zu verbreiten. Pfingsten, Evangelisierung und Mission. Im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche kann man lesen, zum Teil in Nummer 265, welchen Platz hat die Firmung im göttlichen Heilsplan? Das ganze Leben und die Sendung Jesu verlaufen in völliger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. An Pfingsten empfangen die Apostel den Heiligen Geist und verkünden Gottes große Taten. Durch Handauflegung vermitteln sie den Neugetauften die Gabe eben dieses Geistes. Die Kirche hat die Jahrhunderte hindurch weiter vom Geist gelebt und ihren Kindern mitgeteilt. Und auch auf Nummer 268, welche Wirkung hat die Firmung? Die Wirkung der Firmung ist die besondere Ausgießung des Heiligen Geistes, wie einst am Pfingsten. Diese Ausgießung prägt der Seele ein unauslöschliches Siegel ein und führt zum Wachstum der Taufgnade. Sie verwurzelt tiefer in der Gotteskindschaft, sie vereint fester mit Christus und mit seiner Kirche. Sie stärkt in der Seele die Gaben des Heiligen Geistes. Sie schenkt eine besondere Kraft, um für den christlichen Glauben Zeugnis abzulegen. Es gibt im liturgischen Kalender kein anderes Fest oder eine andere Feierlichkeit, die so den missionarischen Auftrag der Kirche in den Mittelpunkt stellt wie Pfingsten. Der Beginn der Mission der Apostel, durch die der auferstandene und siegreiche Jesus in die Welt getragen wird, befindet sich im Abendmahlsaal in Jerusalem, in jenem Ort also, in dem der Herr vor seinem Tod am Kreuz die Eucharistie und das Amtspriestertum eingesetzt hat. Die erste Verkündigung des Evangeliums wird dort vorbereitet, und zwar durch intensive Tage des Gebetes der Jünger gemeinsam mit der Mutter Gottes. Die nachösterliche Verkündigung durch den auferstandenen Herrn während der 40 Tage vor seiner Himmelfahrt findet ihre Vertiefung in der vorpfingstlichen Novene. Der versprochene Heilige Geist führt den Rest in den Herzen der Jünger zu Ende und macht die Predigt des Petrus fruchtbar. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Unser Glaube, unsere Botschaft an die Welt, unsere pfingstliche Hoffnung auf die Erlösung in Christus, die Rettung von der Sünde und vom ewigen Tod, ist keine dunkle Doktrin, gewonnen aus nur mangelhaft entschlüsselten Schriften. Von der Intimität des Gebetes, verbunden mit jenem der Jungfrau Maria, tritt der Heilige Geist auf die Bühne dieser Welt mit Brausen und mit Klarheit. Jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Das ist das Werk Gottes, das der Heilige Geist infolge des Sieges Christi nach dem Willen des Vaters in uns gewirkt hat. Die Tatsache ist einfach, und jeder mit ehrlichem Herzen, der sich vom Geheimnis vom Pfingsten berühren lässt, kann es einsehen. So kennen wir die spontane Reaktion einer vollkommenen Verfügbarkeit der Menschen, die der Predigt des Petrus zuhörten, verstehen. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung der Sünden, seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung
und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation. Die nun, die sie Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurde ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Tatsächlich braucht es in unserer Welt von heute nicht viel, um Pfingsten ausbrechen zu lassen. In unseren Familien und Gemeinschaften, aber ach, diese wenige ist grundlegend. Die Verbundenheit im Leben und im Gebet mit der Mutter Gottes im Abendmahlsaal, die Reue, gegebenenfalls durch das Wasser der Taufe und für jene, die nach der Taufe durch die Sünde gefallen sind, durch die Tränen der Buße, durch das Sakrament der Versöhnung. Der wahre Sinn der Wallfahrt zu einem marianischen Heiligtum, wie hier nach Maria Vesperbild, ist jener, durch das Gebet und die Buße der Faden wieder zu finden, der uns zu jenem Abendmahlsaal zurückführt, der ganz nahe bei uns zu Hause ist. Ich meine damit die Pfarrkirche und die Stube unseres eigenen Hauses, die eucharistische Orte sein müssen und intime Orte, wo wir in Gemeinschaft mit der Jungfrau Maria Herz, Augen und Ohren bereiten können, um jenes Brausen auszubrechen zu lassen, die das gute Nachricht in die ganze Welt verkündet hat. Die Modernität, die Lehre unserer Gegenwart möge sich durch das marianische Gebet verändern, durch das beharrliche Warten auf dieses Brausen, das die Wiederkehr der Menschensohnes auf den Wolken des Himmels ankündigt. Gelobt sei Jesus Christus. In unum Deum. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, der am Pfingsttag die Apostel Christi mit Heiligen Geist erfüllt hat. Du hast Himmel und Erde geschaffen und willst durch Christus im Heiligen Geist alles erneuern. Stärke unseren Heiligen Vater, Papst Franziskus, und unseren Bischof Konrad. Wir bitten dich, erhöre uns. Dem ersten Menschen hast du den Lebensodem eingehaucht. Gieße deinen Geist aus über die Kirche, damit sie alle Zeit aus ihm lebt. Wir bitten dich, erhöre uns. Durch den Heiligen Geist führst du die Menschen zur Herrlichkeit des ewigen Lebens. Gib, dass die Verstorbenen die Gemeinschaft der Heiligen erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns.
Gott, unser Vater, du hast das österliche Geheimnis im Geschehen des Pfingsttages vollendet und Menschen aus allen Völkern das Heil geoffenbart. Vereine im Heiligen Geist die Menschen aller Sprachen und Nationen zum Bekenntnis deines Namens in deiner Kirche. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Seit über 25 Jahren ist mit besonderer Erlaubnis der bischöflichen Finanzkammer das Opfer am Pfingstsonntagabend für unsere Wallfahrt bestimmt, das heißt heute ganz besonders für die anstehende Innenrenovierung. Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, nimm das Opfer an, sei mir, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze Heiligkeit.
Allmächtiger Gott, erfülle die Verheißung deines Sohnes, sende uns deinen Geist, damit er uns in die volle Wahrheit einführt und uns das Geheimnis dieses Opfers immer mehr erschließt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie bei mir. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken und diesen Tag in festlicher Freude zu feiern. Denn heute hast du das österliche Heilswerk vollendet, heute hast du den Heiligen Geist gesandt über alle, die du mit Christus auferweckt und zu deinen Kindern berufen hast. Am Pfingsttag erfüllst du deine Kirche mit Leben. Dein Geist schenkt allen Völkern die Erkenntnis des Lebens, des lebendigen Gottes und vereint die vielen Sprachen im Bekenntnis des einen Glaubens. Darum preisen dich alle Völker auf den Erdenrund und in österlicher Freude. Darum rühmen dich die himmlischen Kräfte und die Mächte der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, von Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige Geist im Feuerzungen auf die Jünger herabkam. Und wir bitten dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinem Auserwählten, mit der seligen Jungfrau Maria, Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Konrad und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unsere verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt in und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam, und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir vor Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unseren Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich mein Wort zu meiner Seele. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Mein Jesus, in deiner unendlichen Demut genügt dir die Gestalt einer kleinen weißen Hostie, die ich jetzt über das Fernsehen betrachten darf, für deine sichtbare Gegenwart unter uns Menschen. Du bist wirklich als Auferstandener, als Gott und Mensch wahrhaft zugegen in diesem allerheiligsten Sakrament. Ich liebe dich über alles. Ich sehne mich nach dir von ganzem Herzen. Da ich dich jetzt nicht in der sakramentalen Gestalt empfangen kann, bitte ich dich geistigerweise in mein Herz zu kommen. Ich bin sicher, dass du schon gekommen bist. Daher umarme ich dich und ich vereinige mich ganz mit dir. Halte mich fest und lass mich niemals von dir scheiden. Mein Jesus, ich liebe dich aus ganzem Herzen. Ich bereue es, dass ich so vielmal das Vergängliche deiner unendlichen Güte vorgezogen habe. Mit deiner Hilfe nehme ich mir fest vor, in Zukunft dich nie mehr zu beleidigen. Und jetzt weihe ich mich, Armseliger, ganz dir. Ich verzichte ohne Vorbehalt auf meinen eigenen Willen, auf mein Begehren, auf alles, was ich habe. Ich übergebe mich ganz dir. Von heute an darfst du mit mir und mit allem, was ich besitze, machen, was du willst. Ich suche ganz allein dich. Ich verlange nach nichts anderem als nach deiner heiligen Liebe, nach der Beharrlichkeit bis ans Ende und nach der vollkommenen Erfüllung deines Willens. Thank you.
Nach dem Auszug des Bischofs beginnt dann die Lichterprozession. Sie führt von der Kirche Richtung Schlossberg zur Fatima-Grotte. Bitte schließen Sie sich dem Kreuzträger und den Fahnen an. An den Ständen draußen finden Sie Kerzen für die Lichterprozession. Morgen am Pfingstmontag gilt die Sonntagsordnung. Sie finden draußen an den Kirchenausgängen zur kostenlosen Mitnahme die Stände unserer Sonntagszeitung, der katholischen Kirchenzeitung der Diözese Augsburg und ebenso Informationsmaterial von KTV. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast deine Kirche mit himmlischen Gaben beschenkt. Erhalte ihr deine Gnade, damit die Kraft aus der Höhe der Heiligen Geist in ihr weiterwirkt und die geistliche Speise sie nährt bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domine benedictum. Et sot nomen tuum spe in saeculum. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Pfingsten, Evangelisierung und Mission. Im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche kann man lesen, zum Teil in Nummer 265, welchen Platz hat die Firmung im göttlichen Heilsplan? Das ganze Leben und die Sendung Jesu verlaufen in völliger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. An Pfingsten empfangen die Apostel den Heiligen Geist und verkünden Gottes große Taten. Durch Handauflegung vermitteln sie den Neugetauften die Gabe eben dieses Geistes. Die Kirche hat die Jahrhunderte hindurch weiter vom Geist gelebt und in ihren Kindern und ihren Kindern mitgeteilt. Und auch auf Nummer 268. Welche Wirkung hat die Firmung? Die Wirkung der Firmung ist die besondere Ausgießung des Heiligen Geistes, wie einst am Pfingsten. Diese Ausgießung prägt der Seele ein unauslöschliches Siegel ein und führt zum Wachstum der Taufgnade. Sie verwurzelt tiefer in der Gotteskindschaft. Sie vereint fester mit Christus und mit seiner Kirche. Sie stärkt in der Seele die Gaben des Heiligen Geistes. Sie schenkt eine besondere Kraft, um für den christlichen Glauben Zeugnis abzulegen. Es gibt im liturgischen Kalender kein anderes Fest oder eine andere Feierlichkeit, die so den missionarischen Auftrag der Kirche in den Mittelpunkt stellt, wie Pfingsten. Der Beginn der Mission der Apostel, durch die der auferstandene und siegreiche Jesus in die Welt getragen wird, befindet sich im Abendmahlsaal in Jerusalem, in jenem Ort also, in dem der Herr vor seinem Tod am Kreuz die Eucharistie und das Amtspriestertum eingesetzt hat. Die erste Verkündigung des Evangeliums wird dort vorbereitet, und zwar durch intensive Tage des Gebetes der Jünger gemeinsam mit der Mutter Gottes. Die nachösterliche Verkündigung durch den auferstandenen Herrn während der 40 Tage vor seiner Himmelfahrt findet ihre Vertiefung in der vorpfingstlichen Novene. Der versprochene Heilige Geist führt den Rest in den Herzen der Jünger zu Ende und macht die Predigt des Petrus fruchtbar. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Unser Glaube, unsere Botschaft an die Welt, unsere pfingstliche Hoffnung auf die Erlösung in Christus, die Rettung von der Sünde und vom ewigen Tod ist keine dunkle Doktrin, gewonnen aus nur mangelhaft entschlüsselten Schriften. Von der Intimität des Gebetes, verbunden mit jenem der Jungfrau Maria, tritt der Heilige Geist auf die Bühne dieser Welt mit Brausen und mit Klarheit. Jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Das ist das Werk Gottes, das der Heilige Geist infolge des Sieges Christi nach dem Willen des Vaters in uns gewirkt hat. Die Tatsache ist einfach und jeder mit ehrlichem Herzen, der sich vom Geheimnis vom Pfingsten berühren lässt, kann es einsehen. So kennen wir die spontane Reaktion einer vollkommenen Verfügbarkeit der Menschen, die der Predigt des Petrus zuhörten, verstehen. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung der Sünden, seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch
retten aus dieser verdorbenen Generation. Die nun, die sie Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurde ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Tatsächlich braucht es in unserer Welt von heute nicht viel, um Pfingsten ausbrechen zu lassen. In unseren Familien und Gemeinschaften, aber ach, diese wenige ist grundlegend. Die Verbundenheit im Leben und im Gebet mit der Mutter Gottes im Abendmahlsaal, die Reue, gegebenenfalls durch das Wasser der Taufe und für jene, die nach der Taufe durch die Sünde gefallen sind, durch die Tränen der Buße, durch das Sakrament der Versöhnung. Der wahre Sinn der Wallfahrt zu einem marianischen Heiligtum, wie hier nach Maria Vesperbild, ist jener, durch das Gebet und die Buße der Faden wiederzufinden, der uns zu jenem Abendmahlsaal zurückführt, der ganz nahe bei uns zu Hause ist. Ich meine damit die Pfarrkirche und die Stube unseres eigenen Hauses, die eucharistische Orte sein müssen und intime Orte, wo wir in Gemeinschaft mit der Jungfrau Maria Herz, Augen und Ohren bereiten können, um jenes Brausen auszubrechen zu lassen, die das gute Nachricht in die ganze Welt verkündet hat. Die Modernität, die Lehre unserer Gegenwart möge sich durch das marianische Gebet verändern, durch das beharrliche Warten auf dieses Brausen, das die Wiederkehr der Menschensohnes auf den Wolken des Himmels ankündigt. Gelobt sei Jesus Christus. Credo in unum Deum. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, der am Pfingsttag die Apostel Christi mit Heiligen Geist erfüllt hat. Du hast Himmel und Erde geschaffen und willst durch Christus im Heiligen Geist alles erneuern. Stärke unseren Heiligen Vater, Papst Franziskus, und unseren Bischof Konrad. Wir bitten dich, erhöre uns. Dem ersten Menschen hast du den Lebensodem eingehaucht. Gieße deinen Geist aus über die Kirche, damit sie alle Zeit aus ihm lebt. Wir bitten dich, erhöre uns. Durch den Heiligen Geist führst du die Menschen zur Herrlichkeit des ewigen Lebens. Gib, dass die Verstorbenen die Gemeinschaft der Heiligen erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, du hast das österliche Geheimnis im Geschehen des Pfingsttages vollendet
und Menschen aus allen Völkern das Heil geoffenbart. Vereine im Heiligen Geist die Menschen aller Sprachen und Nationen zum Bekenntnis deines Namens in deiner Kirche. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Seit über 25 Jahren ist mit besonderer Erlaubnis der bischöflichen Finanzkammer das Opfer am Pfingstsonntagabend für unsere Wallfahrt bestimmt. Das heißt heute ganz besonders für die anstehende Innenrenovierung. Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe. Bete, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Allmächtiger Gott, erfülle die Verheißung deines Sohnes,
sende uns deinen Geist, damit er uns in die volle Wahrheit einführt und uns das Geheimnis dieses Opfers immer mehr erschließt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie bei mir. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken und diesen Tag in festlicher Freude zu feiern. Denn heute hast du das österliche Heilswerk vollendet, heute hast du den Heiligen Geist gesandt über alle, die du mit Christus auferweckt und zu deinen Kindern berufen hast. Am Pfingsttag erfüllst du deine Kirche mit Leben. Dein Geist schenkt allen Völkern die Erkenntnis des Lebens, des lebendigen Gottes und vereint die vielen Sprachen im Bekenntnis des einen Glaubens. Darum preisen dich alle Völker auf den Erdenrund und in österlicher Freude. Darum rühmen dich die himmlischen Kräfte und die Mächte der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, von Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige Geist im Feuerzungen auf die Jünger herabkam. Und wir bitten dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, O
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinem Auserwählten, mit der seligen Jungfrau Maria, Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Konrad und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unsere verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt in und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam, und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir vor Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unseren Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich mein Wort zu meiner Seele. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Mein Jesus, in deiner unendlichen Demut genügt dir die Gestalt einer kleinen weißen Hostie, die ich jetzt über das Fernsehen betrachten darf, für deine sichtbare Gegenwart unter uns Menschen. Du bist wirklich als Auferstandener, als Gott und Mensch wahrhaft zugegen, in diesem allerheiligsten Sakrament. Ich liebe dich über alles. Ich sehne mich nach dir von ganzem Herzen. Da ich dich jetzt nicht in der sakramentalen Gestalt empfangen kann, bitte ich dich, geistigerweise in mein Herz zu kommen. Ich bin sicher, dass du schon gekommen bist. Daher umarme ich dich und ich vereinige mich ganz mit dir. Halte mich fest und lass mich niemals von dir scheiden. Mein Jesus, ich liebe dich aus ganzem Herzen. Ich bereue es, dass ich so vielmal das Vergängliche deiner unendlichen Güte vorgezogen habe. Mit deiner Hilfe nehme ich mir fest vor, in Zukunft dich nie mehr zu beleidigen. Und jetzt weihe ich mich, Armseliger, ganz dir. Ich verzichte ohne Vorbehalt auf meinen eigenen Willen, auf mein Begehren, auf alles, was ich habe. Ich übergebe mich ganz dir. Von heute an darfst du mit mir und mit allem, was ich besitze, machen, was du willst. Ich suche ganz allein dich. Ich verlange nach nichts anderem als nach deiner heiligen Liebe, nach der Beharrlichkeit bis ans Ende und nach der vollkommenen Erfüllung deines Willens. Thank you.
Nach dem Auszug des Bischofs beginnt dann die Lichterprozession. Sie führt von der Kirche Richtung Schlossberg zur Fatima-Grotte. Bitte schließen Sie sich dem Kreuzträger und den Fahnen an. An den Ständen draußen finden Sie Kerzen für die Lichterprozession. Morgen am Pfingstmontag gilt die Sonntagsordnung. Sie finden draußen an den Kirchenausgängen zur kostenlosen Mitnahme die Stände unserer Sonntagszeitung, der katholischen Kirchenzeitung der Diözese Augsburg und ebenso Informationsmaterial von KTV. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast deine Kirche mit himmlischen Gaben beschenkt. Erhalte ihr deine Gnade, damit die Kraft aus der Höhe der Heiligen Geist in ihr weiterwirkt und die geistliche Speise sie nährt bis zur Vollendung. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domine benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.